Mehrere tausend Besucher, darunter viele Familien mit ihren Kindern, bevölkern den Stadtgarten des Brückenkopfparks in Jülich und erliegen dort der Faszination des Höhenfeuerwerks Sternenzauber. Bevor sich Funkenpfeile, explodierende Sterne und rotglitzernde Herzen in den Abendhimmel erheben, begeistert das Rahmenprogramm die Besucher bereits seit dem späten Nachmittag. Dabei üben die Tiere der Falknerei Bergisch-Land ihren ganz besonderen Reiz aus. Das ist unser Max Moritz aus der Falknerei Bergisch-Land, ein europäischer Uhu, sprich auch ein heimischer Vogel, den man durchaus in Steinbrüchen finden kann oder an felsigen Wänden, da nisten die gerne. Das Gewicht des Weißkopfseeadlers wird dabei auch schnell einmal unterschätzt. Schwerer, als man sich das im ersten Moment vorstellt, vor allen Dingen auch über so 30, 40 Sekunden, die 5 Kilo auf dem ausgestreckten Arm, ist halt schon eine andere Erfahrung. Interessant ist, dass das Tier extrem schnell blinzelt und sobald man die nackte Hand irgendwie in die Richtung gibt, direkt versucht, da dran zu picken. Also da sollte man aufpassen. Aber sonst ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Majestätisches Tier. Guests of Nature präsentieren unter der beleuchteten Zeltmuschel schnorkellose Covermusik der 70er und 80er Jahre. Mit Folk, Rock, Blues und Reggae verkürzen sie ganz nach dem Motto Back to the Roots die Wartezeit bis zum großen Feuerwerk. Südamerikanische Lebensfreude versprüht das Ensemble Fiesta Brasil mit den typischen Rhythmen ihres Landes. Musik und Tanz wie auf den Straßen von Rio de Janeiro, während Pyrotechniker Steffen Bräunlich und sein Team die letzten Vorbereitungen treffen. Und auf diese Musik haben wir die Effekte speziell angepasst, speziell rausgesucht, die Effekte, um einfach dem Thema Disney farbenfroh, effektfroh nachzukommen. Wir haben hier ungefähr um die 800 Großkaliberbomben stehen und ca. ich schätze einfach mal 2000 Schuss, 2500 Schuss kleines Material, um die ganzen großen Effekte zu untermalen. Zur Einstimmung in das Himmelsspektakel zeigt Feuerkünstler Daniel Heuer die Perfektion der Feuerakrobatik. Im Zusammenspiel von Musik und Taktgefühl, im Einklang mit Feuerseilen, Kugeln, Stäben, Funkenregen und Fackeln steigert er die Erwartungen der Besucher. Ich habe die Karten im Internet bestellt, weil ich habe das in der Zeitung gelesen gehabt, dass es das gibt. Und ich bin jetzt mal ganz gespannt, was hier dann passiert in den nächsten Minuten. Man stellt sich halt schon so vor, dass man halt so mit Walt Disney Figuren und dann halt die Musik im Hintergrund dazu und vielleicht singt da jemand mit. Also ich bin jetzt das zweite Mal hier. Ich war vor 2 Jahren das erste Mal hier und da war ich so begeistert von. Deswegen habe ich das jetzt im Radio gehört und habe jetzt gedacht, mit Walt Disney, da müssen wir hin. Angesteckt. Ja, genau, und habe dann alle Mädels angesteckt. Feuerwerke faszinieren die Menschen seit jeher. Wir sind hier im Brückenkopfpark, wollen heute ein schönes, tolles, musiksynchrones Feuerwerk gestalten, die Menschen einfach für 20 Minuten dem Alltag entreißen. Mit Walt Disney Musik klappt das hundertprozentig und ja, Feuerwerk ist einfach was fürs Herz. Ich selber liebe Feuerwerk, ich mache am liebsten die Veranstaltung fast für mich selber. Eine Show, die bei Jung und Alt gleichermaßen für Begeisterung sorgt. Es war einfach faszinierend, das Feuerwerk zu sehen. Die Farben haben einfach gestimmt. Dieses Rot-Weiß-Grün passt einfach zu Walt Disney. Super untermalt mit der ganzen Musik, die da war. Es hat einfach super gut gefallen. Wir sind sowieso Walt Disney-Fans hier, haben alle Filme gesehen und war einfach herrlich herzukommen. Wir würden es immer wieder machen. Geil!